habt ihr euch im Dschungel verirrt. Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Ich suche das Oberhaupt der Revanita. Seid ihr das? Nein, ich führe Anwärter auf den richtigen Weg. Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Warum sollte ein Jedi zu den Sith überlaufen? Und was meint ihr mit dann noch mehr? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Dromund Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Wenn Revan ein Zerstörer war, will ich eure Lehren studieren. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Dann freue ich mich aufs Lernen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Zu Jung, zu den Revanitern, zu Alex Ferguson, mit dem Schüler von Darth Bars, zu Vett. Ich möchte jetzt gerade nicht reden. Und wir haben uns soeben in den Revanita-Ohren eingeschlichen, infiltriert, müssen jetzt allerdings sprich mit dem Revanita-Ältesten Yorval. Neuer Kodex-Eintrag, Revanita-Anlage. Dann sprechen wir doch mal mit dem Ältesten Yorval. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Sucht ihr Ärger, alter Mann? Nein, ich stelle nur eine Frage. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Dass das klar ist, ich habe nicht vor zu sterben. Seid nicht ängstlich. Veränderung ist nicht zum Fürchten. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Ihr erwartet, dass ich in diese Höhle gehe? Ich erwarte gar nichts. Es ist eure Entscheidung, ob ihr den Weg von Revan gehen oder in euer altes Leben zurückkehren wollt. Der Pfad ist hier.
Die Höhle ist eine andere Sache. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran, es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Okay. Aber ich werde garantiert nicht für die sterben. Meditiere am Altar der Revanita. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Jetzt müssen wir zur Höhle. Eines Tages will ich auch eine Statue von mir. Und tut ja nicht so, als würdet ihr anders denken. Oh, ich krieg eine Statue. Du? Eher weniger. Ich würde sagen, wir gehen immer der Nase nach. Also hier entlang. Unprogrammierter Subrede. Müssen zur Höhle. Beziehungsweise würde ich sagen, ist der Weg hier vorbei. Ah. Hundacksteinschmetterer. Die sind einfach alle gar keine Herausforderung mehr für mich. Was behaupten, hier sind wir am Ende der Höhle, oder? Ist das Revan? Ein beeindruckendes, geheimnisvolles Schreindingster. Bitte was? Schreindingster? Schon bemerkenswert aus, ne? Auch noch was. Nicht mehr wirklich viel. Niemand an. Und der nächste. Zack. Komm, wir meditieren mal hier.
in einem Revan-Niederlage aufgewacht. Wenn wir nächstes Mal eine Pause machen, möchte ich meine Leku polieren lassen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Das war ja easy. Weiß nicht, was mit uns passiert ist. Durch die Blitze sind wir einfach K.O. gegangen. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Aber natürlich, nur zu. Ihr seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick. Er kommt nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Oh yeah. Was? Rang 10, Gefährte und Kontakte, Wetteinfluss 260 von 2100. So, mit dem Edison, die Maske von Revan, sprich mit Ladra. Da. Oh, Ladra. Kommt her, sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Revans und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Ich brauche keinen Kultführer, der mir sagt, wen ich wann töten soll. Das brauchte ich auch nicht. Doch als Revaniter ist das Töten erfüllender. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Wie konnte eine gestörte Frau wie ihr nur so viel Macht erlangen? Gestört? Ich bin ein Produkt von Revans Lehren und den Anweisungen des Meisters. Mein Gewissen ist rein, wie bald auch das eure. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Dieses Gespräch ist sinnlos. Sprecht nicht so. Diese Maske ist die erhabene Essenz Revans. Und außerdem bedeutet das Scheitern bei eurer Initiation euren Tod. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith Lords Krathan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Okay, Torun, mit dem hatte ich gerade schon einmal kurzen Kontakt.
Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ich suche Darth Revans Maske. Es hieß, ihr könntet mir helfen. Gut, Ladra schickt euch. Ich soll euch rituell auf den Kontakt mit Revans Maske vorbereiten, wie? Das ist überflüssig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Was immer Revan war, nur als Sith erreicht man wahre Größe. Wenn ihr das glaubt, warum dann Revan überhaupt folgen? Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Revan nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Ich weiß nicht, ob ich gerne einen überzeugten Sith gegen mich habe. Sie muss nichts davon wissen. Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich bezweifle, dass ihr Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Ja. Oh. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, gar nicht genau, was ich von beiden dann wählen würde, Ladra oder Torun. Kann ich so jetzt irgendwie nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir zu Lord Gratans Anwesen müssen. Und die Taxiplattformen sind geöffnet. Das heißt zur Mauer und dann. Oh. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Oh nee. Besorgt die Maske von Revan. Schauen, einmal kurz in die Post schauen. Nichts Neues. Ein Kätzchen vorbei. Jetzt, wo ich den Safe da gerade gesehen habe, könnt ihr gerne noch mitentscheiden. Denn was wir als Cool-Fähigkeit denn gerne hätten, sucht gerne was aus. Und auch haben wir keine. Am Ende drum und cast werde ich eine Entscheidung wählen.
Also ich helfe ihm, ne? Nicht, dass er die Hilfe unbedingt braucht, ne? Aber er läuft einfach durch. Ich bin so nett. Bin zu nett. Bin Sith. Ich darf nicht so nett sein. Wir sind clever und lassen ihn vorgehen. Wenn dann so durchmarschieren. Bin gespannt. Ladra oder Ton. Kehren wir zurück. Also es war echt einfach, oder? Und ich würde sagen, dass ob Ladra oder Ton, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Oder ihr werdet es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. 47 mögen mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.